Liebe Modellbahnfreunde, das, was ich hier in der Hand halte, sind die Neuheiten von Lemke. Und da habe ich erstmal einen ganz großen Vorsprung Ihnen voraus, aber das wird sich gleich ändern, denn Tobias Lemke wird mir die Neuheiten gleich selber vorstellen. Sehr schön, genau das machen wir. Erstmal herzlich willkommen, Herr Buttig, bei uns am Lemke-Stand. Schön, dass Sie wieder da sind, freut mich sehr. Auch schöne Grüße an alle Modellbahnfreunde da draußen, die uns unterstützen, die uns jetzt zuschauen. Ja, ich wünsche einfach viel Spaß bei unserer Neuheitenumschau und dann beginnen wir. Beginnen wir ganz einfach, denn wir sind schon alle sehr gespannt, was es Neues gibt. Wir haben hier so eine Art gemeinsamen Spickzettel, ich darf das mal so sagen. Man kann sich ja nicht alles merken, aber wir wollen Ihnen ja die wichtigsten und schönsten Sachen vorstellen. Und hier oben steht Spur N. Spur N ist richtig. Spur N ist immer schon Hobbytrain gewesen. Wir haben unser Kerngeschäft Spur N. Wir machen natürlich auch schöne H0-Modelle. Aber es hat sie, unsere Modelle sind einfach im Spur N-Markt sehr gut angekommen und wir sind auch selber Fans von Spur N. Deswegen freuen wir uns, auch dieses Mal schöne neue Modelle präsentieren zu können, die bestimmt das Herz des Modellbahners hochschlagen lassen. Also da bin ich mir sehr sicher, vor allen Dingen bei einem Artikel, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, da freut das. Da erspannt uns auf die Fahrt, hat er mir auch noch nicht erzählt, aber wir werden sehen. Hier steht irgendwas mit, eine E63 der AEG. Richtig, E63 AEG ist eine schöne alte Elektrolok, die wir jetzt ankündigen. Und zwar ist es die AEG-Variante, die ist noch nicht gemacht worden bisher, in Epoche 2 DRG, also Deutsche Reichsbahn. Und wir machen auch dann die Epoche 3 und die Epoche 4 von der Deutschen Bahn, also DB-Variante. Die Besonderheit bei dieser Lok ist, dass die unheimlich lange im Einsatz war in Deutschland. Und man kann sich vorstellen, dass in dieser Zeit auch die Form der Lok sich leicht verändert hat. Und diese Bauunterschiede in den Epochen, die bilden wir natürlich auch entsprechend nach. Das ist ja toll. Also da werden sich die Modellbahner, die auf diese Lok scharf sind, auch sehr freuen, dass sie also auch die unterschiedlichen Varianten haben. Das denke ich mir. Was haben wir denn noch? Eine RE44, das klingt aber jetzt nach Schweiz. Das ist richtig. Wir mögen die Schweiz, wir fahren gerne in die Schweiz und nicht nur wegen der Berge finden wir die Schweiz toll. Wegen der Heidi? Auch wegen der Heidi, natürlich. Die älteren Zuschauer werden sich erinnern. Ich weiß gar nicht, gibt es Heidi noch als Serie? Ja, ist glaube ich wieder aufgelegt worden. Ah, okay. Aber ich hoffe dann auch in der Zeichentrick-Variante und nicht in der computeranimierten Version, die gefallen mir nicht. Die klassische war schöner, stimmt. Ja, also, aber wir gehen jetzt wieder zu den Loks. Wir gehen wieder zurück zu den Loks. Vielleicht machen wir mal irgendwann mal eine Heidi-Lok, wer weiß. Ja. RE44-2, die erste Serie, ist eine Reise- und Güterzug-Lok von der SBB. Und wir bilden hier die Variante Epoche 3 und Epoche 4 nach. Das ist eine Ursprungsversion, noch mit den runden Lampen und einem Scherenstromabnehmer. Die haben sich im Laufe der Zeit verändert. Also es gibt auch moderne Varianten. Und weil es eine Formvariante ist, können Sie sich vorstellen, dass im Laufe der nächsten Jahre da noch das eine oder andere schöne Modell von der RE44-2 von Hobbytrain kommen wird. Das konnte ich mir schon vorstellen. Ja. Ich meine, so wie Sie mir das jetzt sagen, kaufe ich das auch wortwörtlich ab. Die nächste Lok wartet. Die nächste Lok ist eine, es sind mehrere Loks. Und zwar, wir mögen auch Siemens Taurus Modelle. Wir lieben die Baureihe 189 und natürlich auch die Vectron, die wir sehr gut verkaufen. Das ist ein tolles Modell. Wir haben diesen Modellen eine neue Platine verschafft, also quasi eine Modellpflege betrieben. Also einen Herzschrittmacher eingebaut. Quasi, richtig, genau. Einmal zum Schönheitschirurgen geschickt und der hat diesem Modell eine Next 18 Schnittstelle spendiert, sowie Platz für einen Lautsprecher, sodass man eben, wenn man möchte, einen Sound nachträglich einrüsten kann. Wir bieten die aber auch direkt in der Soundvariante an, weil es sich gezeigt hat, dass viele Leute einfach die Lok aufs Gleis stellen wollen und dann losfahren wollen. Bieten wir alles an. Aber ich finde, gerade bei diesen ganz, ganz kleinen Loks in Spur N, ich meine, es sind ja, ich sage jetzt immer, fipslige Loks. Ich meine, wer das Wort fipslig kennt, weiß, was damit gemeint ist. Und da noch Sound einzubauen und dann noch was Ordentliches rauszukriegen, schon Hochachtung, muss ich sagen. Ja, das Tolle ist, dass die Technik so weit ist, dass selbst aus diesen klitzekleinen Lautsprechern ein Sound rauskommt, den man, selbst wenn man 3 Meter von der Anlage entfernt steht, kann man das noch hören.
Ja, also das ist wirklich fantastisch, was die Technik heutzutage möglich macht. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber was macht die Technik noch möglich? Wir sind wieder in der Schweiz. Bevor wir zurück in die Schweiz gehen, möchte ich noch hinzufügen, dass wir bei den Taurus, Vectron und Baureon 189 Modellen uns mal überlegt haben, es gibt so schöne neue, tolle Varianten, die von außen hin eine Art Design, also sehr schöne Designs haben. Und wir haben uns da überlegt, dass vielleicht diesen aufwendigen Bedruckungen, die wir da betreiben, ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich möchte jetzt niemanden persönlich angreifen, aber für uns, wir haben einfach gesagt, wir möchten da ein bisschen mehr das Augenmerk drauf bringen und nennen diese Farbvarianten, diese aufwendig bedruckten, nennen wir jetzt Edition Kunstdruck. Und das sieht man dann auch nachher auf den Verpackungen, da steht das dann drauf. Und das ist eben nicht nur für Modellbahner interessant, sondern auch für Sammler, die einfach eine schöne Lok in ihrer Vitrine stehen haben wollen, weil die halt teilweise zweiseitig bedruckt sind und wirklich bis zu 80 Druckschritte, Pantongdruck, ist Wahnsinn, was heutzutage möglich ist. Also kann der Sammler darauf hoffen, dass er sich also den Sammler Edition zulegen kann, dass sie immer wieder neue Bedruckungsvarianten bringen. Richtig, genau. Es gibt auch, das muss ich noch hinzufügen, es gibt von einem holländischen Designer ganz tolle Poster, die wir auch im Programm haben, wo verschiedenfarbige Vectron- und Taurus-Lokomotiven abgebildet sind, den verschiedenen Farben entsprechend, das heißt von Rot über Blau zu Weiß gehen. Toll, also sieht toll aus. Kann man bei uns anfragen. Also gut, dann sei es dem Modellbahner gesagt, löchern Sie Herrn Lemke, der macht das. Gerne, okay. Gerne. Alles klar. So, weiter. Back to the Switzerland. Switzerland kriegt dieses Jahr von uns volle 12 Punkte. Wir machen weiter mit der AE68, ein sehr schönes Modell, was wir im vergangenen Jahr schon ausgeliefert haben. Dieses Jahr kündigen wir die Ursprungsversion an von der AE68. Und zwar ist das die Epoche 2 und 3, die wir machen. Und die Ursprungsversion ist quasi die Lok, bevor die wir jetzt im vergangenen Jahr ausgeliefert haben. Auf dem Bild sieht man den Unterschied sehr schön. Und zwar auf der Ursprungsvariante sind zwei Stromabnehmer zu sehen. Die Bremswiderstände oben am Dach sind noch nicht da. Und an der Seite sind auch die Fensterbänder, die in der späteren Variante weggenommen wurden für Lüfter, sind da vorhanden. Also finde ich eine tolle Idee, dass man gleich diese beiden Varianten anbietet. Wird sicherlich den Planern auch sehr gefallen. Denke ich mir. Ja. Was haben wir denn noch in N? Das ist ja ein richtiges Fest für die N-Bahner. Richtig, genau. So wollen wir es machen, so wollen wir es haben und auch halten. Ja. Limburger Zigarre, kennen Sie? Ja. Die erste Zigarre für Nichtraucher. Stammt von meinem Vater, der Spruch. Hat er gut gesagt. Limburger Zigarre haben wir auch letztes Jahr zweiteilig ausgeliefert. Ist ein sehr schönes Modell geworden, sehr filigran gearbeitet mit Sound. Wir haben jetzt als Ergänzung quasi den Motorwagen produziert, den man wunderbar auch mit dem Modell kombinieren kann, mit der Scharfenbergkupplung. Das passt sehr schön zusammen. Man kann das Modell auch einzeln fahren oder eben mit Steuerwagen dreiteilig, Doppeltraktion vierteilig. Wer Platz hat, auch mehr. Und je nachdem, wie hoch das Verkehrsaufkommen war, also wie viele Leute damals verreist sind, hat man eben auch diese Zugkombination nachgebildet. Also ein bisschen, sagen wir mal, Ähnlichkeit hat er mit der anderen Zigarre, also sprich mit dem Weltmeisterzug. So ein bisschen Design. Ja, ist so durchaus beabsichtigt. Ja, dann... Kommt das Highlight jetzt? Ja. Ich gucke auf den Zettel, liebe Zuschauer. Also kommt das Highlight? Ich sag's nicht. Er soll es selbst sagen. Unser Highlight für dieses Jahr, also unser Top-Highlight. Wir haben natürlich nur schöne Highlights, aber dieses Jahr freue ich mich ganz besonders, dass wir den ECE 4 machen werden. ECE 4, ja. Und zwar von Kato oder mit Kato zusammen. Und Kato hat begeistert eingewilligt und ist ganz scharf darauf, uns da ein sehr schönes Modell zu präsentieren, eine Zugkombination. Fährt eigentlich zwölfteilig. Wir bieten die siebenteilige Grundgarnitur an mit einem fünfteiligen Ergänzungsset. Und wie gesagt,
2018 soll das Original von der Deutschen Bahn auf die Schienen kommen, im Personenverkehr. Wir versuchen ebenfalls 2018 mit dem ICE 4 von Kato zu kommen. Ob jetzt Anfang, weiß ich nicht, aber zum Ende des Jahres wird er sicherlich verfügbar sein. Es wäre natürlich der Hammer, liebe Modellbahnfreunde, wenn die Deutsche Bahn den Zug auf die Gleise dann endlich zulässt und er dann richtig rollt und Lemke gemeinsam mit Kato diesen Zug ebenfalls auf die Schiene. Das wäre doch mal ein Ding. Das wäre ein Hammer, zumal wir vor der Messe haben wir das Siemens-Werk besucht in Krefeld mit Kato zusammen und haben uns die Produktion angeguckt. Also es war Wahnsinn, weil es ist ein Privileg, da bei gewesen zu sein, wie so ein Zug hergestellt wird. Und wir haben da einen Einblick bekommen und auch Kato hat dadurch noch mehr Lust bekommen, dieses Modell zu fertigen. Also kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Sehr schön. Also das ist die Top-Neuheit und auch die Überraschung, würde ich sagen. Ja, jetzt gucken wir mal weiter auf unserem Zettel. Wir können ja noch stundenlang reden, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Jetzt wollen wir mal ganz schnell in den H0-Bereich noch wechseln. Genau. H0 ist ja auch immer bei uns ein schönes Thema, zumal wir tolle Wagen machen, sehr filigrane Wagen. CEWL haben wir ja vor ein paar Jahren die Lizenz gekauft und das war ein richtiger Glücksgriff, weil alle Wagen, die wir bisher mit dem CEWL-Emblem ausgeliefert haben, sind nahezu ausverkauft gewesen, so wie im vergangenen Jahr der Ostende-Wien-Express in H0, der sehr filigran gearbeitet wurde. Dieses Jahr gibt es den Nachfolger, den Cannes-Nizza-Wien-Express, ebenfalls mit sehr filigranen Dachaufbauten, Innenbeleuchtung und einfach ein traumhaftes Modell, in der Teak-Ausführung, Teakholz-Ausführung Epoche 1. Also richtig schön. Kann ich nur empfehlen. Er schwärmt. Ich gucke ihn an, liebe Zuschauer. Er steht, er schwärmt von dem Zug. Also ich glaube, wir haben es ja auch im Bild gesehen. Er hat recht. Er hat wirklich recht. Ja, für diesen Zug im Grunde genommen, Haltspiegzettel, haben wir noch ein bisschen was. Wie heißt das? Haben wir noch ein bisschen mit den Minis. Mit den Minis, genau. Bei den Minis sind wir ja auch immer weiter im Programm. Wir entwickeln uns weiter. Wir haben immer wieder neue, schöne Modelle gemacht. Jetzt haben wir den Reisebus Mercedes-Benz O302, O0303 produziert. Schöne Farbvarianten, Deutsche Post, Bahn. Geht eigentlich immer, darf auf keiner Anlage fehlen. Lexbus? Bitte? Lexbus? Nö. Aber wäre eine Idee. Nein, wäre eine Idee, aber wir bleiben bei den traditionellen Marken. Zu denen haben wir einen hervorragenden Kontakt und die freuen sich auch drauf. Dazu haben wir einen Lasercut, sei Dank, ein Gebäudeset produziert von Minis oder für die Minis, die man jetzt im Set zusammen auch bestellen kann. Da gibt es ein Busdepot, ein Postamt und eine Spedition. Und die kann man sich wahlweise irgendwo auf der Anlage hinstellen. Sehen toll aus, kosten nicht viel, sind eben als Bausatz selbst zusammenzubauen und sind eine tolle Ergänzung zu unserem Minis-Programm. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, liebe Modellbahnfreunde, wir könnten jetzt sicherlich, und da wird er mir nicht böse sein, noch stundenlang weiterreden. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren nochmal. War schön, mit Ihnen zu sprechen. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen dieses schöne ICE-Triebwerksmodell schenken. Denn es soll nicht nur Ihnen, sondern auch unseren Zuschauern und Modellbahnen Lust auf das neue Topmodell von Kato bringen, weil es wird ein traumhafter Zug. Es wird ein Klassiker in 2030 sein. Und wir sind glücklich, dass wir ihn machen können. Ich bin fix und fertig. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Komm her, Junge. Danke. 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 Ich habe den ICE 4. Ich habe ihn. Mein nächster Gesprächspartner heißt Jürgen Lindner und er ist der Geschäftsführer von ESO. Ich bin schon ganz neugierig, denn was hat eine eierlegende Wollmilchsau mit Modellbahn zu tun? Ja, danke für diese nette Einleitung. Die eierlegende Wollmilchsau bezeichnen wir unsere ECOS Digitalzentrale. Insofern, als sie mit allen Protokollen verwendet werden kann und für alle Spurweiten. Und wir haben dieses Jahr sozusagen ein Update oder ein Facelift, wie man so schön sagt, für diese Zentrale herausgebracht.
Unsere EKOS kann ab diesem Jahr mehr Strom aufs Gleis geben, und bis zu 6 Ampere Ausgangsleistung sind damit auch für Spur 0 und für G-Spur bzw. für Spur 1 Kunden attraktiver. Braucht man da noch einen Booster dazu zusätzlich, oder geht das dann schon so mit dem Teil? Das Schöne ist, der Booster ist bereits eingebaut in die Zentrale und wir liefern ein passendes Netzteil mit 150 Watt Leistung gleich mit. Das heißt, der Kunde braucht nichts extra dazu kaufen. Oh, das ist natürlich eine tolle Leistung. Man muss allerdings dazu sagen, das Gerät ist im fast identischen alten Gehäuse untergebracht, oder? Also optisch sehen Sie eigentlich keinen Unterschied. Von äußerlich ist alles gleich geblieben. Auch die Softwarefunktionen sind noch wie bei der bisherigen Zentrale. Und alle drei Geräte, sogar die alten Schwarz-Weiß-Geräte, erfahren nach wie vor regelmäßig Updates mit neuen Funktionen. Also, tolle Sache. Dann gucken wir mal auf unseren gemeinsamen Spickzettel. Es gibt ja eine hervorragende Neuerung, und das ist auch eine Lok, die der Klassiker schlechthin ist. Das ist eine Lok, die Kult-Lok eigentlich, sagen wir mal Kult-Lok schlechthin, die E103. Ja, die E103 ist wirklich eine der Kult-Loks schlechthin. Unter den Elektro-Loks sicherlich die Lok, die man wirklich von hier bis Japan und Australien kennt und schätzt. Dieser Lok haben wir dieses Jahr auch ein Denkmal gesetzt in Form eines komplett neu entwickelten Modells. Wir arbeiten schon das vierte Jahr jetzt dran, das ist also kein Schnellschuss. Die E103 hat es verdient, dass man ein zeitgemäßes Modell vollkommen aus Metall macht. Und das stellen wir dieses Jahr neu in drei Varianten vor. Ich kann Ihnen bestätigen, liebe Zuschauer, ich hatte das Modell der Lok bereits in der Hand. Die ist wirklich eine sehr gewichtige Lok. Habt ihr die mal gewogen? Ehrlich gesagt habe ich sie noch nicht gewogen, aber sie wird im Schluss so zwischen 400 und 500 Gramm auf die Waage bringen und damit natürlich schon ordentlich Gewicht, um auch die passenden langen Züge ziehen zu können. Es ist jetzt natürlich Holz in den Busch geworfen, wenn ich sage, dass er mit allen Features ausgestattet ist, die man von ASU kennt. Das ist richtig. Alle Varianten, insbesondere auch die E03 Vorserien-Lok, die ja im Prinzip als Versuchsträger diente, ist ausgestattet mit elektrisch heb- und senkbaren Pantographen. Bei uns geschieht das alles so auch sehr unsichtbar, das heißt keine irgendwie Nylonfaden oder Schubstangen, die nicht vorbildgetreu werden würden, den Blick aufs Dach sozusagen verstecken. Dann haben wir natürlich einen Lok-Sound drin, das komplette Beleuchtungspaket mit Innenraumbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, auch die Effektbeleuchtung ist da, die Original-Lok hatte. Kurvenquietschen, Bremsen, LEDs, alles da. Ja, eine perfekte Lok halt. Letztendlich ja, und wir haben jetzt auch schon die letzten drei Tage sehr viel Zuspruch gekriegt. Natürlich klar, die Vorserien-Lok ist natürlich das Highlight letztendlich, weil es überhaupt kein zeitgemäßes Modell mehr gab. Aber auch die Serienvariante, die wir auch zeitgleich mit auflegen, mit dem doppelten Lüfterband, kommt natürlich gut bei den Leuten an. Dann haben wir noch als weitere Neuheit, jetzt verlassen wir mal die A103, man könnte noch stundenlang wahrscheinlich über die Lok fachsimpeln und Geschichten erzählen, aber die Baureihe 245 ist ja auch eine ganz tolle Lok. Ja, die Baureihe 245 markiert quasi das andere Ende, also eine ganz extrem moderne dieselelektrische Lok. Die hatten wir ja vor 2 Jahren schon angekündigt und ausgeliefert, war jetzt relativ lange ausverkauft und dieses Jahr kündigen wir die in DB-Rot in verschiedenen Betriebsnummern wieder an, beziehungsweise werden zur Auslieferung kommen, und drei neue Farbvarianten. Da ist eine SBB-Cargo-Variante, eine weiße IC-Lackierung, als auch mein persönliches Highlight ist die weiß-gelbe Drei-Löwentakt-Lokomotive, weil die planmäßig sozusagen bei uns vor der Haustür fahren soll. Und wir haben eben das Bestreben, dass wir auch ein paar Farbtupfer auf die Anlage bringen. Das denke ich aber schon. Das sind auch sehr attraktive Loks und ich denke, die werden auch ihre Freunde finden. Dann kommt eine Lok in Black. Ja, wir bringen dieses Jahr als Ergänzung zu unserer Baureihe 265, also Gravita 15BB, eine schwarze Variante der MACE, weil wir auch finden, dass gerade dieser Lok ein schwarzes Farbkleid sehr gut steht. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann Ihnen auch bestätigen, liebe Zuschauer, wir haben sie auch hier, Sie sehen sie auch gerade im Bild. Es ist wirklich eine tolle Lok. Jetzt stellen wir eine Lok vor. Ich höre sie schon wieder rumschreien alle. Oh nee, nicht schon wieder. Aber die V200 stellen wir trotzdem nochmal vor. Also die V200 ist ja eigentlich der Diesel-Lok-Klassiker schlechthin. Und wir haben jetzt auch schon die dritte Produktionsauflage gestartet, dieser Lok. Und dieses Jahr bringen wir neue Betriebsnummern, sodass die Sammler, wir haben viele Leute, die kaufen nicht nur eine, sondern gleich einen ganzen Zoo von V200. Weil, was ist besser als eine V200? Zwei V200. Drei oder vier. Und letztendlich haben wir auch eine zusätzliche Privatbahnvariante dieses Jahr rausgebracht von der EVB.
Auch hier ist der Trend wieder ganz klar zu modernen Fahrzeugen der Epoche 6, weil wir viele Kunden haben, die auch das kaufen, was sie im täglichen Leben quasi draußen rumfahren sehen. Ich denke, das ist auch schon so, man sieht es ja selber, wenn man Bahn fährt und Bahnkunde ist. Man durchfährt unterwegs Bahnhöfe, man sieht die seltsamsten Fahrzeuge, die eigentlich mal, wo man denkt, diese Schlange verschrottet, tauchen plötzlich bei Privatbahnen wieder auf. Also ich denke, auch eine tolle Idee von euch. Ja, jetzt muss ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll. Ich sage es mal in Mehrzahl. Ich hoffe, Sie verzeihen uns das, liebe Zuschauer, aber wir haben eine ganze Reihe von Ludmillen, Baureihe 230. Ja, also wir haben ja gerätselt, was die Mehrzahl von Ludmilla sein soll. Wir haben uns auf Ludmillen geeinigt, liebe Zuschauer. Die Baureihe 132, der Großrussendiesel, ist natürlich sehr populär, auch einer meiner persönlichen Favoriten. Die werden wir dieses Jahr auch neu produzieren und neben den bekannten Verkehrsrouten DB und der Orientrouten DR-Ausführung haben wir auch eine ganze Menge an Privatbahnvarianten mit dem Angebot ITL, zum Beispiel Captrain, auch EVB und Railion NL für unsere Benelux-Freunde und East-West Railway für Polen, weil wir natürlich auch die angrenzenden Länder ein bisschen mit Angebot bedienen wollen, weil wir da sehr viele treue Kunden und Fans haben. Also wenn ich mir überlege, dass es sich um eine Lok handelt und wenn ich jetzt die vielen Farbvarianten nachgezählt habe, habe ich 8 oder 10 Stück, ist das schon der Hammer. 9. Also habe ich doch fast richtig mitgezählt. Ja. Es ist ein wirklich tolles Angebot, was Sie an die Modellbahner im Spurbereich H0 machen. Jetzt wird es ein bisschen größer. Wir gehen mal zur Rätischen Bahn. Das ist ja auch ein Produktionsbereich von euch, die Gartenbahn. Ja, wir haben mit unserer Zweitmarke Pullmann uns auch der Gartenbahn verschrieben. Und da insbesondere der Rätische Bahnen, die Kultbahngesellschaft letztendlich auch wirklich bekannt in aller Welt. Und wir haben dieses Jahr den bekannten Panoramawagen neu aufgelegt in Varianten, die es nun überhaupt nicht gab. Eine sogenannte API-Variante mit geänderten Drehgestellblenden, super detailliert eingerichteten Innenraum inklusive aufwendiger Bedruckung. Und wir haben jeden von diesen Panoramawagen ab Werk einen Digitaldecoder mit Innenraumbeleuchtung eingebaut. Das heißt, man kann individuell an jedem Wagen individuell die Lichter ein- und ausschalten. Und wenn es geht, noch dimmen und die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Hätte ich jetzt fast vermutet. Also mit dem Dimmen kann ich dienen. Sie können natürlich die Helligkeit einstellen, wie es Ihnen gerade sozusagen beliebt. Die Fahrgäste müssen Sie noch selber einbauen. Okay, aber die werden wir auch irgendwann zum Laufen kriegen. Würde ich sagen, auch ein tolles Angebot für die Freunde der Gartenbahn. Ja, genau. Ab Sommer kommt es zur Auslieferung. Und hier noch ein kleiner Nachtrag zum Wortspiel Ludmillen. Ludmilla klingt auch nicht schlecht, ist aber was völlig anderes. Mein Terminkalender drängt. Ich bin auf die Weihnachtsneuheiten schon gespannt. Ja, wir haben dieses Jahr bei unserem Gleissystem weitergemacht. Und zwar eigentlich das, was wir am Anfang nicht vorhatten. Wir hatten vor, also maßstäbliche Gleise zu machen, so wie sie eingesetzt sind. Und es hat natürlich da Probleme gegeben mit unseren Kunden, nämlich nicht jeder hat sehr viel Platz gehabt. Und so haben wir uns entschlossen, auf viel Wunsch unserer Kunden, die Weichen in einer verkürzten Form zu machen, aber mit allen Details und mit allen Vorzügen, die auch unsere anderen Produkte haben. Das heißt also einmal eine starre Weiche, einmal eine flexible, die man auch biegen kann und einen totalen Bausatz. Und das mit einem Abzweigwinkel von 8,6 Grad und einer Länge von nur 264 mm. Und das heißt, sie passt auch in eine normale Modellbahn-Zimmeranlage und nicht nur für große Module. Da werden sich die Kunden natürlich freuen, die wenig Platz haben, denke ich mal, dass ausgerechnet Sie mit diesem tollen Idee und Schmankerl kommen. Ja, ich hoffe, dass das auch so ankommt, denn wie gesagt, es waren viele Anfragen in den letzten Jahren, sagt Herr Weinert, Ihre Gleise sind schön, aber die Weichen sind zu lang. Oder die Anlage zu kurz. Ja, so war es, so war es. Und ich konnte natürlich nicht an der Raumgröße der Kunden irgendetwas ändern, also musste ich bei uns anfangen. War wahrscheinlich auch der richtige Schritt, denke ich mal. So, da gibt es eine weitere Neuheit, ein wunderschöner Triebwagen, den sehen wir auch hier oben in der Vitrine. Der VT89-9, den wir aus dem Günther-Programm übernommen haben, aber komplett überarbeitet, neues Fahrwerk, Inneneinrichtung, den Standard, wie wir unsere anderen Modelle so am Markt haben, mit Faulhabermotoren und Speichenrädern. Und das Modell ist aber schon am Markt, das kann man schon kaufen? Nein, es kommt im Laufe des Jahres. Also alle Neuheiten kommen jetzt im Laufe dieses Jahres, am Markt ist davon noch nichts. Also liebe Modellbahnfreunde, wenn Sie bei Weihnacht auf die Website gehen, werden Sie wahrscheinlich dann auch entsprechend informiert sein. Gucken Sie ruhig mal nach, da gibt es noch mehr Sachen. Ja, und des Weiteren haben wir dann im Zubehörbereich einiges gemacht, und zwar unseren
ein Achskabeltransporter für Kabelrollen, des Weiteren eine Kohlenladung, aber Kohlensäcke, nicht Kohlen so auf dem Waggon. Keine alten Säcke, sondern Kohlensäcke. Kohlensäcke, jawohl, also ein Stück Guss, sodass der Kunde da nicht 70 Säcke auf einen Wagen stellen muss. Und dann des Weiteren eine Sackkarre, Schiebkarren, wie sie im BWs waren, mit Metallrädern, denn dort Gummirädern waren mit der Schlacke nicht angebracht. Und eine Zäune und Ölkannen für Spur 1, also Betonpfeilerzäune, um diese Programme für unsere Kunden zu ergänzen. Und im Bereich Modellanlagenbau zu unseren Böschungsstreifen, wenn man überhöhte Strecke darstellen wollte, daraus der Straßenbau, was also sehr, sehr, sehr einfach ist, weil aus Styrodur lässt sich leicht schneiden. Man kann die Wölbung und auch den Rinnstein sehr einfach darstellen. Ups, da sind wir durch. Jo, es hat mich gefreut und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Jahr. Das war's wieder, liebe Modellbahnfreunde. Die Sendezeit ist wieder um. Ich sag dann mal tschüss, bis zum dritten Teil auf gleicher Welle und Kanal. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Frank Buttig.